Wie viel Zeit steckt in so einem geschichteten Gestein? Welche Informationen stecken da drin? Der ist 250 Millionen Jahre alt. Ja, und das ist dieses aktualistische Prinzip, dass wir Prozesse, die heute ablaufen, studieren, deren Produkte analysieren und dann analog eben in der erdgeschichtlichen Vergangenheit diese Schlüsse, diese Schlussfolgerungen ziehen. Neben den klassischen Vorlesungen, die es überall gibt, haben wir also einen sehr hohen Praxisanteil, sprich sehr viele Laborübungen. Den legen wir jetzt mal unter so ein Mikroskop drunter. Schon entstehen also wunderbare Bilder hier, wo wir die Minerale sehen. Wir haben also ein ganz deutliches naturwissenschaftliches Standbein. Wir haben auch zahlreiche Großgeräte hier. Und als ein Beispiel sind wir jetzt in den Röntgenraum gegangen. Da gibt es einmal eine sogenannte RFA, Röntgenfluoreszenzanalyse. Damit kann man die Elementgehalte bestimmen. Und ein weiteres wichtiges, anderer Gerätetyp sind die Diffraktometer. Das sind die bisschen höheren hier. Und da wird die Kristallstruktur untersucht. Ja, das ist eine Hochdruckpresse. Hier werden also Gesteine unter Spannung gesetzt. Die schafft 500 Tonnen, kann man da Auflast an die Gesteine bringen. Und das führt dann zu solchen Bruchmustern. Hier, nicht, das Gestein, also ganz wahnsinnig wichtig für die gebirgsmechanischen Eigenschaften. Ja, in bestimmten Fällen müssen die Gesteine in dünne Scheibchen gesägt werden. Und dazu benutzen wir verschieden große Sägen, von ganz großen Diamantkreissägen bis hin zu kleinen Formatiersägen. Also hier geht es um Gesteinsaufbereitung, Gesteinszertrümmerung sowie ein kleiner Steinbruchbetrieb, wenn wir die Gesteine für die Analytik herrichten wollen. Wir haben eine gewisse Ahnung, ich will nicht sagen, dass wir das verstehen, aber eine gewisse Ahnung von dieser Zeitlichkeit und von der Dimension der Prozesse, die hier laufen. Das ist also unsere Aufgabe, diese für die heutige Gesellschaft auch wahnsinnig relevanten Fragen aufzubereiten und zu vermitteln.